Hallo Leute, willkommen zur 49. Folge von Mad Games Tycoon 2 zusammen mit Apfel. Hallo! Apfel hat mir gerade ein Bild geschickt. Boah, was ist das? Das ist ein sehr, sehr geiler Braten. Ne? Und zwar ist da Fleisch drin. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Das wird dann mit diesem Speck, also in diesen Speck eingeflochten. Du kannst ins Fleisch, in die Masse halt, das ist ja nicht direkt ein fester Braten, halt so ein Masse-Ding halt. Whatever. Ja. Also, was hat er immer reingetan? Lass mich überlegen. Glaube ich irgendwo. Es ist eine andere Wert. Also, das ist doch festes Fleisch, so, ja, doch, stimmt schon. Halt mit Speck dann eingeflechtet und dann einmal komplett mit Käse überbacken. Auf dem Grill. Und das ist anders geil, weil das ist sauzartes Fleisch. Schön weich, schön zart. Anders sollte es gar nicht sein. Dann hast du diesen geilen, gegrillten Käse nach oben drauf und halt noch diesen Speck. Ja, hört sich dauert richtig, aber halt hört sich richtig zu gut an. backen. Hört sich richtig gut an. Ich weiß nicht, wann die auf die Idee kamen oder woher die das haben, aber als sie das erste Mal gemacht haben, erstmal eine halbe Stunde haben sie drüber geredet, wie flechtet man Speck? Der Klassiker. Das sind die Probleme in der heutigen World Zeit. First Problems, ja. So, oh Gott. Es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, den Braten müssen wir mal machen, wenn wir Keks oder so sind. Ja, lass Keksküche zerstören mit dem Braten. So, Ziegen in den Fabriken vom Wiegen war der letzte Teil. Da kam 90 raus. Wir haben jetzt 13. 90? Ja, Ziegen in Wiegen. Gott. Ziegen in Wiegen ist so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, ja. Und zwar nehmen wir. Gibt's Zukunft als eigenes Ding? Oh, das wäre lustig. Nein. Ich hab. Oh mein Gott, jetzt gerade weil ich sehe. Ziegen kommt übrigens nicht gut an. Aber gerade weil ich Zoo gelesen habe, ich habe auf Steam ein richtig geiles Zoo-Spiel entdeckt. Alright. Da kam jetzt erst im November raus, ist halt so eine Pixel-Grafik. Aber das sieht richtig geil aus. Kostet auch, glaube ich, nur 15 Euro oder so. Oh Gott. Was? 15? 15, ja. Dann kostet er genauso viel wie deine HDMI-Karte. Und dann werden die wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Historische Ziegen. Historische Ziegen, Mann. Die historischen Ziegen in Wiegen. Klassiker. Oh. So, natürlich die klassischen Dinger benutzen. Und gibt es jetzt schon Konsolen, die 7 erreichen? Sieht schlecht aus. Dann werden wir wohl. Oh, die Wii U. Nee, aber die sagt. Dann werden wir wohl bei unserem 6er Stuff bleiben müssen. Ja. Außer wir machen exklusiv für PC. Aber nee. Nee. Ich glaube, das wird den Gewinn echt. Das wird den Gewinn ein bisschen drücken, ja. Aber dann hätten wir halt bessere Grafik und könnten bei den Preisen gewinnen. Egal. Das passt ja alles noch so. 30 von 99. Pets und Reittiere, immer wichtig für Ziegen. Natürlich. Oh. Ich brauche erstmal In-App-Käufe. In-App-Käufe sind drin. Soll ich verarschen? Und online. Multiplayer. Perfekt. Ich weiß nicht, ob du vorher noch mitbekommen hast, aber ich habe noch ein neues Game aufgenommen bei uns. Neues? Ich meine, hier drin.
Schockrock. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schlecht formuliert, aber das habe ich aufgenommen. Aber wir haben Zwischensequenzen. Habe ich aufgenommen im Sinne von, wir vermarkten das. Nice. Oh Gott. Okay, nur den Sound. Dann wird es ein super Spieler, was noch rechtzeitig zu den Preisverleihungen fertig sein wird. Let's go. Weil mittlerweile so viele Spiele da oben stehen. Ja. Fruit Samurai war echt nicht so geil. Ja, Flappy Slushy auch nicht. Ja, Flappy Slushy ist schon lange weg. Aber Daniel Dissou ohne 4 macht gut Geld. Ah, bin kurz gemutet. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde ein bisschen Shooter the Ninja nachproduzieren. Mich ganz kurz verabschieden. Musst du jetzt essen? Nein, 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 nein. Okay. Ich muss bloß die Busbank wieder einbauen. Okay, ja, hört sich gut an. Sieht gut aus. Ja, gut, dann bis gleich. Bis gleich. So. Hier haben alle so. Was macht eine Werkstatt? Ja, Spieleautomaten. Warum soll ich Spieleautomaten produzieren? Shockrock kommt nicht so gut an, wie er hofft. Aber der Bierfahrer, Beifahrer, der die Magus macht, bald gewinnen. Können hier mal eine Marktforschung machen? Ah, okay. Man macht einfach nur mal eins. Kann nicht schaden. Wir hatten doch ein, haben wir nicht ein... Doch, da hat Zauberfängerei auf dem Markt. Remaster. Ich wollte gerade fragen, wir haben doch ein Remaster gemacht. Ah, Zauberfängerei auf dem Markt. Neue Plattform erhältlich. Oh ja. Oh nein. Keine neuen Aufträge. In Ordnung. Sind mittlerweile einfach nur an dem Punkt angekommen, in dem wir alles. Oh, das gibt's nur in Retail-Version. Muss ich wieder selbst produzieren. Aber wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich eigentlich einfach nur alles, was irgendwie 4 Sterne hat, bei den Publishing-Angeboten annehme. Eine 85! Strong! Kurze Frage, haben wir nicht Fast Cars auch? Gemacht. Also haben wir die nicht eigentlich auch vermarktet? War es nicht irgendwie so? Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Lass die ja nachschauen. Vertriebene Spiele. Aber wir haben echt nicht, oh mein Gott, wir haben da echt nicht so viele, die irgendwie Gewinn gemacht haben. Ne, wir haben nicht Fastcar, wir haben, ne, okay. Ich bin vertan. Wir haben echt nicht so viele, die da Gewinn gemacht haben. Die besten waren Fantasy Battlefield 4 und Demon Hunter.
Flappy Slush hat sich nicht mal 1 Million Mal verkauft. Tja, passiert. Kannst du bitte zugehen? Haben sich das, oh Gott, das haben sich 1000 Leute vorbestellt. Ich habe mehr erhofft. Ja, gut. So, wir werden definitiv historische Ziegen in Wiegen vorstellen. Und ich würde sogar sagen, unsere zwei Budget Games. Budget Games, unsere zwei hier Games. Shockrock und LOL Breath of Ice 6 gibt's ja noch. Fastcast 2. Die würde ich vorstellen. Kommen 200.000 Leute zu unserem Stand? Ja, easy. Fast ein Drittel der Leute, die überhaupt hier waren. Wir haben 420 von Shockrock verkauft. Geil. Historische Ziegen in Wiegen ist fast fertig. Oberhalb. Es sind noch fast 700 Bucks drin, aber das passiert. Wir haben noch genug Zeit. Irgendwas, was ich nachproduzieren muss? Oh Gott, der Dane ist zu ohne 4. Ah, wir konnten keins Oberhype machen. Schade. Schade, schade. Machen da auch echt Minus bei den beiden. Aber der Bierfahrer, Beifahrer, der die Magus, der macht bald Gewinn. Der ist endlich erreicht. Wieder ein paar Publishing-Angebote. Sind aber alle nur 3 Sterne. Die brauchen hier bald Unterstützung. Okay, nur noch die Bugs müssten raus, dann wäre das Spiel fertig. Monkey Escape. Nice. Ich glaube, ich werde das Büro da hierhin exportieren. Nächste Folge. Nächste Folge werden wir eine Baufolge machen müssen. Weil ich will das große Gebäude hier noch groß mit anschließen an die unsere Vorgänge.
So, ich wäre alles fertig. Würde aber hier noch ein paar Punkte sammeln. Also wenn wir noch ein bisschen warten. Währenddessen müssen wir Day in the Zoo nachproduzieren. Schon wieder. Der Spiel geht weg wie warme Semmeln. Das ist so krank. I'm Nicht der schon wieder. Ah, ich habe ihn so gehasst. Ja. Oh, schön. Ich habe übrigens noch mal ein Bubble-Fill-Angebot angenommen. Die sind beide scheiße, nur so. Ja, aber uns kümmert's nicht mehr. Ich habe schon gesagt, nächste Folge machen wir wieder eine Baufolge, weil ich will das Gebäude hier noch einschließen. Boah, Hütte hat 5. Hohoho! Don't shoot away! Adventure und Cricket! Peter State 2, Pandora. Fucking Peter! Wer Raiders bist of du? Wood 5. So, wir müssen es veröffentlichen. Space Civilization. Ein 80 Game, Punkte. was vor dem Ding fertig wird? Wow. Ja? Wir haben es endlich wieder geschafft. 90,99 kostet es auf dem Markt. Das ist ein guter Preis. Digga, 59 Euro Gewinn. Wir Alter. arbeiten. Das ist fast so, als würden wir hier bei Apple arbeiten, ne? Ja. Bessere Versionen müssen mindestens 10 Euro mehr kosten. Komm, wenn, dann schreibt euer Raum mit dem Gewinn schon noch ein bisschen hoch. So, 2 Wochen haben wir Zeit. So, dass früh genug rauskommen. Boah, dreimal eine 99. Go. Die 80 Kommen Sie ganz nach easy. oben schießen. Kommen die 90. Kaum 90. Come on. 40. Kaum. Jawoll! Jawohl. Ich verstehe es aber immer noch nicht, warum Gameplay so weit unten ist. Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht brauchen wir bessere Leute, die am Gameplay arbeiten. Die am Gameplay arbeiten, sind die einzigen, die bisher ein Training gekriegt haben. What is Space Civilizations? So, ich glaube dran, das wird ein gutes Game. So. Irgendwas habe ich gerade gesehen, glaube ich. Irgendein Game ist fast aus. Oh nein, Spaß in den Kolonien ist fast aus und das kann ich jetzt nicht nachproduzieren. Dang it. Wir brauchen historische Ziegen im Wiegen, ist wichtiger. Warte mal kurz. Okay. Wir haben noch eine Woche Zeit für Spaß in den Kolonien. So, jetzt leckt's nicht mehr. Oh, ist gerade geleckt. Ja. Wir haben vorerst genug. Wir müssen jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Sich Spaß in den Kolonien, aber immer noch verkauft. Und immer noch Leute sind da auf den Servern unterwegs. Ich war gestern, beziehungsweise heute Morgen, irgendwann an dem Punkt, wo ich meine Bierflasche zumachen musste, weil ich keinen Schluck mehr runterbekommen habe. Sad life. Okay, musste kurz weg. Jo. Ah, was hast du gerade noch gesagt von mit gestern? Ja, heute Morgen war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich meine Bierflasche zumachen musste mit dem Deckel, weil ich hier einfach keins mehr runterbekommen habe. Ich habe hier ein fast halbes stehen, was ich gestern nicht getrunken habe und vergessen habe. Ich habe zwei offene. Ich weiß nicht, wo das zweite herkommt, aber okay, das wird dann heute noch getrunken. Ich habe zwei offene, das ist auch gut.
irgendwie ein bisschen mehr. Ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Schön, 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 schön. Das ist gut. Endlich haben wir mal wieder ein paar Preise abstauben können. Was machst du denn schon wieder hier? Aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und tschüss. Tschüss.